Ja, hallo liebe neue Zuschauer und Abonnenten. Heute bin ich jetzt in der ersten Frühjahrsdurchsicht bei dem Bienenstand Kirschhütte in Hohenwettersbach. Heißt nicht umsonst Kirschhütte, weil hier alles voll ist mit Kirschbäumen. Hin und wieder auch mal ein paar Äpfel und Birnen dazwischen, aber wirklich dominante Fläche hier mit Kirschbäumen. Und zwischendrin leider ganz viel Mais, aber da kann ich nichts dran ändern. Der Stand ist trotzdem hier eine tolle Permakultur geworden. Nicht wundern, dass jetzt hier das ein bisschen unkrautig aussieht. Wir haben hier noch gar nicht die Gartenarbeit angefangen. Kommt alles noch. Die Bienen sind jetzt in erster Linie dran. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Und das Erste, was wir jetzt machen, wie immer, den Smoker anmachen. Und mal gucken, wo ist hier ein verrotztes Taschentuch. Ja, da werden wir diesmal Pech haben. Dann nehme ich nur ein halbes, um Material zu sparen. Ich habe das letzte Mal hier noch eine Winterdurchsicht gehabt. Das war vor 6 Wochen. Da war bei der letzten Durchsicht die Futtergeschichte interessant, ob sie noch genügend auf Vorrat haben. Und des Weiteren war interessant, ob die Völker auch den Frühling erleben. Und das haben sie alles getan. Und heute ist jetzt keine Winterdurchsicht mit einem kleinen Einblick, sondern heute geht es darum, wirklich die Völker wieder aufzuräumen. Wir haben halt nur einmal im Jahr diese Chance, die Waben richtig durchzukratzen und sozusagen alles wirklich schön und sicher vorzubereiten auf die Saison, wo gerade beginnt. Brauche ich da Gras? Hier ein bisschen was. Das noch. Das Gras ist ganz wichtig für einen Smoker. Das kommt hier immer in die Kappe rein und dient lediglich der weiteren Kühlung des Rauchs und verhindert auch eventuelle Stichflammen oder Glutspäne, die mal durchrutschen. Und wie ich so schön sage, bevor ihr eure Bienen anraucht, raucht euch mal lieber selber an. Wenn es euch weh tut, dann tut es nämlich den Tieren auch weh. Wir haben heute für euch 3 verschiedene Modelle. Wie ihr sicher alle schon wisst, ich arbeite lediglich mit dem Home Hive. Oh, oh, oh. Der Eimer war jetzt hier ein paar Minuten offen. Wenn die hier weiter in den Eimer reinfliegen, muss ich im Deckel arbeiten, weil sonst haben wir das Räubereiproblem. Und ja, da brauche ich gar nicht länger warten. Da kann sofort ein Deckel drauf. Die Bienen haben es nämlich schon auf dem Schirm. Ja, mag der Imker hier. Raus aus dem Eimer hier. Drin habt ihr gar nichts verloren. Wir fangen mal mit dem Völkchen hier an. Dann gucken wir mal, wie wir hier vorwärts kommen. Stockkarten habe ich alle schon sauber gemacht. Und genau, ich war ja vorhin unterbrochen mit diesen 3 Kistenmodellen, wo ich euch heute zeige. Und das hier sind jetzt sozusagen noch die letzten Segeberger Kisten, wo ich noch gehalten habe. Auf anderen Bienenständen habe ich auch noch ein paar Altmodelle. Die werden jetzt dieses Jahr alle ausgetauscht zu meinem Home Hive oder zum Einraum-Home Hive. Aber fürs Video jetzt vielleicht hier gar nicht mal so übel, 3 verschiedene Modelle sich mal genauer anschauen zu können. Auf jeden Fall schon mal hier alles voll mit Drohnenbrut. Sieht man gleich von unten, hier die Naturwaben sind voll befüllt mit der Drohne. Die Folie können wir auf jeden Fall noch einmal benutzen. Und wie wir das ja auch letztes Mal gesagt haben, bei einem Kistensystem lohnt es sich, das System auszutauschen. Also sprich, die untere Kiste kommt nach oben und umgekehrt und Alträmchen fliegen sofort raus. Schauen wir mal, wie wir vorwärts kommen. Hier auf die Bienen immer besonders Acht geben, denen nicht das Gesicht zeigen, da hocken nämlich die Wächter. Wir nehmen kurzzeitig mal die Kiste hier weg. Wer seine Kiste auf den Boden schlägt, hat den Effekt, dass die ganzen Bienen wegfliegen.
und ihr dann gemütlich auskratzen könnt. Dann muss ich da beeilen, weil sonst fliegen diese Bienen beim Nachbarsvolk rein. Die haben mir gerade einen Standort geklaut bekommen für ein paar Sekunden. Reicht aber aus, dass die sofort mit der Flugbahn umschwenken und beim Nachbar reingehen. Schlimm ist das nicht, weil der Nachbar kriegt ja gleich denselben Prozess. Und dann gehen halt ein paar Bienen vom anderen Volk wieder zurück. Kommt dann Pi mal Daumen aufs selbe bei raus. Und wir machen, wie gesagt, auch keine Ausflammenarbeiten, sondern es wird kurz mechanisch gekratzt. Und wir verlassen uns auf den Putztrieb des Bienenvolkes, auf die Selbstreinigung. So, dann war dieser Trick mit, wir schieben die Kiste mit dem Boden gleich dazu auf den Standplatz. Sonst habt ihr nämlich das Problem, dass eventuell die Bienen sofort hier die Lücke beanspruchen und dann habt ihr Probleme, die Kiste draufzustellen. Und los geht's. Hier eine komplett verschimmelte Wabe. Die nehmen wir definitiv raus. Nochmal eine verschimmelte Wabe. Verschimmelte Waben werden übrigens vom Flugloch abgeschlagen und nicht über dem Volk, sonst könnten ja die Sporen da durchgehen. Das ist auch nochmal so eine richtige Dreckswabe. Jetzt haben wir gleich drei auf einen Schlag gehabt, die wir definitiv nicht im Bienenvolk mehr haben wollen. Die hier ist hervorragend. Interessiert jetzt aber nicht, weil die sollten im oberen Bereich reingehen. Die Wabe ist die erste, wo jetzt wirklich interessant ist, weil da haben wir nämlich den Blütenpollen drauf. Wir nehmen uns wieder hier die Zeit, die Backen schön abzukratzen. Wie gesagt, wir haben nur einmal im Jahr die Chance dazu und das ist halt hier jetzt im Frühling. Das ist ein Pollenbrett. Nach dem Pollen kommt die Brut, deswegen hängen wir es erstmal hier auf die dritte Position. Und hier haben wir auch nochmal ein Pollenbrett, das können wir hinten dran legen. Jetzt kommt Brut. Es ist heute so warm, dass wir eigentlich schon sagen können, T-Shirt-Arbeit. Wir haben hier gerade sagenhafte 21 Grad. Ihr seht, wir haben jetzt hier unten auch ein bisschen Schimmel. Aber die Wabe ist unklug rauszunehmen als Brutfläche, braucht das Bienenvolk das. Und der wenige Schimmel an der unteren Kante können wir uns aufs Bienenvolk verlassen, dass die das alles für uns säubern. So, das ist jetzt auch wieder nochmal so ein kleiner Trick. Die eine Seite ist bebrütet und hier auf der Seite ist auch ein bisschen Brut, dann kommt aber schon Blütenpollen. Deswegen lasse ich hier jetzt mal eine Lücke. 1, 2, 3, 4, das heißt eine Brutwabe von der oberen Kiste können wir nachher wieder nach unten hängen. Und dann haben wir hier nochmal so ein Pollenbrett, allerdings auf eine Naturwabe. Und wir gucken jetzt, dass die etwas dunkleren Naturwaben alle nach unten kommen und wir oben somit dann Platz schaffen für das System, dass wir in der zweiten Kiste links und rechts bestenfalls die leeren Rähmchen haben. Als Naturwabenbau, dass die Biene dann neu basteln kann und es dann auch später einen Wabenhonig gibt, den wir in dem System im Honigraum dann hochhängen können. Hier ist jetzt wieder eine Pollenwabe. Die Bienen brauchen im Frühling Pollen. Das ist ganz wichtig, um die Brut erstmal so richtig zu versorgen. Und nur wenn es einen Überschuss geben sollte an Pollenwaben, dann kann man auch als Imker das raushängen. Ich mache jetzt diese Wabe hier auf die Seite hin. Ja, also ich baue das jetzt sozusagen links, rechts geschickt auf, dass die Biene sich da wieder wohlfühlt. Was haben wir da?
Ja gut, ist eigentlich auch nochmal eine ziemlich schöne Wabe mit Pollen. Die lassen wir auch mal im unteren Bereich drin. Tun wir jetzt mal aber hier ganz an die Seite. So, diese Wabe hier können wir schon mal durchkratzen. Die kommt aber in den oberen Bereich. Deswegen stelle ich die jetzt auch erstmal zu den anderen Waben kurz dazu. Und die Kiste mit Bienen können wir gleich mal abschlagen. Vorm Abschlagen bitte einen kleinen Blick gucken, wegen der Königin. Hier gehe ich gleich auf die dritte Position. Unter Umständen haben wir hier auf den näher in der Mitte liegenden Naturwaben nämlich schon einen Brutkern. Und dann können wir den nach unten setzen. Den Brutkern ist das hier nicht. Dann stellen wir mal kurz zur Seite die Wabe. Hier ist so eine Futterwabe. Und da kommen die Drohnenbrut. Okay, das sind dann alles Waben, die wir in den oberen Bereich reintun können. Das sind gleich mal drei Drohnenwaben. Dann sagen wir jetzt, dass wir hier diese Futterwabe als Naturwabe in den unteren Raum stecken. Und zwar hinter den Blütenpollen. Zum Beispiel hier. Die Seite wäre jetzt völlig egal gewesen, ob das jetzt links oder rechts ist, spielt da tatsächlich keine Rolle. Okay, jetzt schnappen wir uns hier die fehlende Brutwabe. Da bietet es sich jetzt tatsächlich an, ein bisschen zu gucken, ob wir nicht eine ältere Wabe haben. Gucken wir mal. Ne, die ist ganz hell. Sieht es mit der hier aus? Ja, die wird... Also noch sieht sie schön hell aus, aber die ist im Nu dunkel. Da wird ja gerade schon fleißig drauf gebrütet. Übrigens, die Waben werden immer dann dunkel, wenn die Bienen drauf brüten. Und für die, wo es nicht wissen, Bienenwachs ist weiß, das ist nicht gelb. Das Gelbe kommt durchs Karotin vom Blütenpollen und durch Schmutz von der Biene, die sie halt mit ins Volk rumschleppt. Aber von Natur aus sind die Wachsschuppen der Bienen immer schneeweiß. Und das sieht man, wenn man die Bienen ganz frisch neu bauen lässt, dann ist es immer weiß und wird später gelb. Hier dasselbe Spiel. Das ist hier eine Futterwabe. Uns ist eine Naturwabe und die ist klein, deswegen bringen wir die jetzt mal auf die Position. Hier kommt der Pollen, da kommt das Futter. Ne? Jetzt brauchen wir noch mal eine Wabe und zwar eine, wo ich nicht so viel rumschnibbeln kann. Bestenfalls gucken wir, was haben die Bienen uns denn da gemacht. Ja, zum Beispiel die da hier. Hier hat nämlich auch noch Blütenpollen drauf. Dann finde ich das eine gute Wahl hier für den unteren Raum. Ich wiederhole nochmal, was ich hier im letzten Video bei einem anderen Bienenstand gesagt habe. Die erste Drohnenbrut, die fliegt raus. Ganz egal, was ihr dazu meint, ganz egal, ob ihr behandelt habt oder nicht. Wenn man die erste Drohnenbrut schlüpfen lässt, das ist grob verantwortungslos. Weil selbst mit der Oxalsäurebehandlung verbleiben euch ca. 50 Milben noch im Volk drin. Und wenn ihr das halt nicht mit dem ersten Drohnenbrutschnitt sozusagen die Milbenanzahl gleich runterbricht, dann darf man sich auch im späteren Verlauf leider nicht wundern, dass das Bienenvolk da Schmerzen hat durch Varroamilben. Weil die vermehren sich nämlich wie die Karnickel. Und ich zeige das jetzt einfach mal. Ich schneide hier Rippchen. Wie gesagt, erste Drohnenbrut. Und in der ersten Kante haben wir gleich Volltreffer. Nochmal ein zweites Rippchen. Auch da war wieder ein Volltreffer.
und bedenkt, dass ich ja nur Rippchen hier mache. Hier die Kante ist jetzt okay. Auch hier wieder ein Volltreffer. Wenn ihr das wissenschaftlich angucken wollt, wie viel Milben da in so einer Drohnenecke tatsächlich drin sind, schnappt euch eine spitze Pinzette, nehmt die Wabe mit an euren Küchentisch und dann geht's los. Dann werden Haufen gebildet. Haufen von Brut, die gesund ist, und Haufen von Brut, die befallen ist. Und ganz oft wird man sehen, dass trotz Behandlung die ersten Waben der Drohne so stark belastet sind. Was ist denn Stoppmeißlitz? Da. Die sind so stark belastet, dass man eigentlich darüber gar nicht diskutieren darf, ob man jetzt die Drohnenbrut schlüpfen lässt oder nicht. Und ich möchte hier, bevor hier böse Kommentare kommen, ganz klar sagen, die Drohne gehört mit zum Bienenvolk. Deswegen könnt ihr die auch gerne schlüpfen lassen. Wenn es eine gute Genetik ist und eurem Gebiet gut tut, ne, dann ist es ja immer gut, eine schöne Genetik in der Luft zu haben. Aber bitte, liebe Leute, achtet dann drauf, dass da gesunde Drohnenbrut schlüpft. Und das ist im Regelfall erster, zweite, dritte Rahmen im Jahr. Das erste wird immer rausgeschnitten aus gesundheitlichen Gründen. Und wenn man dann mit der Pinzette sozusagen weiterguckt im Jahresverlauf und dann irgendwann feststellt, ja gut, schönes Volk, hat auch keine Belastung mehr drin, hey, dann bitte lasst eure Männchen schlüpfen, die gehören zum Bienenvolk dazu. Ne? Also ich sag nicht alles rausschneiden, ich sag nur gucken, nicht blind imkern. Diese blinde Imkerei, das geht mir persönlich schon viel zu lang hier in Deutschland. Und wenn es nach mir geht, würde ich hier ganz klar sagen, wir machen Bienenschein. Ohne Bienenschein sehe ich nur schwarz für die Zukunft. Hier können wir auch noch mal spaßeshalber ein paar Rippchen schneiden, um auch da mal reinzugucken. Das sah jetzt gut aus, aber hier unten drunter sehe ich wieder einen Volltreffer. Manchmal schimmert auch die Varroa einfach durch die Zellkappen durch. Der Schnitt war jetzt auch hier gut. Sehe ich auch keinen Varroa-Kot gerade. Ja, also das Volk ist doch hier wirklich gut behandelt gewesen. Die Belastung ist hier extremst gering. Und das ist gut so. Gott sei Dank. Wie gesagt, wenn ihr es wissenschaftlich anguckt, schnappt euch eine Pinzette. Und dass wir hier definitiv Probleme drin hatten, kann man eigentlich schon an den Zellkappen sehen. Hier zum Beispiel hat die Biene definitiv mal geöffnet und reingeklotzt, ob da alles in Ordnung ist. Und ja, da unten ist alles voll mit Varroa-Kot. Das sind diese kleinen weißen Pünktchen. Das heißt, selbst wenn ihr die Milbe nicht mehr seht, wenn da kleine weiße Pünktchen drin sind, dann waren da Milben drin. Und die wollen wir ja nicht drin haben. Deswegen Drohnenbrut raus. Möglicherweise haben wir hier auch tatsächlich eine Königin, die einfach jetzt dann bald einen Geist aufgibt. Das ist nämlich ungewöhnlich, so beim ersten Kontrolltermin gleich drei Waben rauszuziehen mit Drohnenbrut. Das kann daran liegen, dass der Königin allmählich die Spermien ausgehen für die begatteten Eier. Dann hat man nämlich solche Effekte dann. Kann übrigens auch mal mit einer einjährigen Königin passieren, nämlich dann, wenn die im letzten Jahr begattet worden ist, wo schlecht war und bei der Begattung viel zu wenig Drohnen abbekommen hat. Ja, also spielt tatsächlich eine Rolle, wie lange die Königin Bienenvolk lenken kann bzw. erhalten kann, hängt von ab, wie viele Männchen sie begattet haben.
und letzten Endes auch von der Qualität der Männchen. So, das tun wir mal auf die Seite. Und da uns ja hier ein paar Naturwaben fehlen, würde ich sagen, machen wir doch gleich diese verschimmelten Waben mal weg. Dann ist das nämlich auch schon getan. Das ist das Schöne an diesen Naturwaben. Man muss da jetzt nicht unbedingt eine Lagerwirtschaft aufbauen. Ihr seht, ich kratze das direkt am Bienenstand. Dann brauche ich das zu Hause nicht mehr tun. Es kostet mich natürlich ein bisschen mehr Arbeitszeit dann direkt bei den Bienen, aber das ist okay. Und wenn ihr auch hier hinguckt, ich lasse immer den Leitwachsstreifen schon dran. Das kann bei so einer alten Rotzwabe dann kleiner ausgehen. Wenn ihr es ganz wegschabt, dann müsst ihr wieder einen neuen Leitwachsstreifen reintun. Deswegen gilt, lasst den Bienen immer einen kleinen Ansatz dran. So, ihr seht, wir haben hier jetzt schon unsere drei Naturwaben links und rechts voll. Und jetzt tun wir die noch auf die andere Seite hier, dann ist das auch schon voll. Und dann übertragen wir lediglich den Brutblock noch in die oberen Abteilungen rein. Und dann ist das Bienenvolk ready. Und der Honigraum, das sehe ich nämlich im Coaching ganz oft, dass Honigräume viel zu früh aufgesetzt werden. Da gibt es eine simple Regel. Ein Honigraum wird dann aufgesetzt, wenn das Bienenvolk auf den unteren Kisten schon am Explodieren ist. Soll heißen, jede Wabe ausgebaut, überall Bienenbesatz drauf. Dann seid ihr bei einem perfekten Zeitpunkt, dass der Honigraum richtig gut angenommen wird. Letzte Wabe. Sowas habe ich in meinem Homehive-Modell nicht. Dieser Winterschimmel wird definitiv durch eine viereckige Kiste nochmal gefördert. Seitdem ich meine eigenen Homehives entwickelt habe, habe ich solche Waben de facto gar nicht mehr drin in meinen Völkern. Nur noch bei den alten Segeberger Kisten. So, voilà. Drei links, drei rechts. Sifferei geht nicht, deswegen immer Wasser dabei. Und hier machen wir gleich zu, bevor sie wieder das entdecken. Wenn Bienen übrigens im Frühling räubern, ist total, also beschissener geht's nicht. Das zeigt, was hier passiert mit dem Thema Insektensterben und Nahrungsmangel. Das gab es auch vor vielen Jahren noch nicht, dass die Bienen im Frühling geräubert haben. Ich beobachte das jetzt schon seit Jahren und ich nehme hier eine ganz deutliche Steigerung von Räuberei wahr, jedes Jahr. Das ist überhaupt nicht gut. Unsere Natur ist am Verarmen. Und irgendwie scheint niemand bereit zu sein, neue Bäume zu setzen oder Bienenweiden in Maßen anzulegen, wo man dann auch sagen kann, jetzt hat die Natur wieder Effekte von. Und diese kleinen Permakulturen, wo ich da mache als blühende Oasen, das verschluckt sich im Gesamtbild. Trotzdem ist es wichtig, das zu tun, weil ein blühender Bienengarten, wo eure Tiere stehen, hat nämlich ganz tolle Nebeneffekte. Und zwar nicht, weil ihr mehr Honig habt, sondern weil ihr ein kleines Mikroklima dort etabliert, wo eure Bienen halt sind. Und da kann man jetzt vielleicht den Leitsatz nehmen, dass in der Natur alles verbandelt ist und zusammenhängt. Also nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, macht was Gescheites in eurem Garten, dann kommen auch die Eidechsen. Und die Eidechsen fressen euch die Bienchen, die etwas verkrüppelt sind, direkt vom Flugloch weg. Ja, das ist ja schon mal ein sehr positiver Effekt für das Bienenvolk an sich. Hier sitzt die Königin drauf. Schönes Tier, sieht echt noch gut aus. Und warten wir mal ab, wie die hier weiter Eier legt, weil das, was ich jetzt halt gesehen habe, ist, sie legt ja definitiv Bieneneier, aber das ist sehr, sehr dezent. Und dann kann ich fast schon sagen, die hat jetzt gerade mehr Drohnenbrut hingelegt wie Bieneneier. Wo ist sie denn jetzt, die Königin? Ist sie denn jetzt runtergefallen? Wo haben wir sie? Königin, wo steckst du? Hm.
Da unten. Nur ganz einsam auf der Seite. Okay, so, wenn die Königin auf der Seite ist, das mag ich überhaupt nicht. Entweder man schuckt sie wieder in die Mitte. Oder man nimmt sie kurz und bringt sie aus der Backengefahr hier raus. Also wenn die Königin hier an der Seite ist, finde ich das ganz unangenehm, weil nachher macht er dann sowas hier, könnt nach unten gar nicht reingucken und die steckt da gerade ihren Kopf durch. Weg ist sie. Deswegen bin ich der Fan, die Königin wirklich, wenn ich einen Wabe mit der Königin hochziehe, ich will die Königin in der Mitte sehen. Dann weiß ich nämlich, hey, die ist in Sicherheit. An dem Haufen sind zu viele Bienen, durchs Wachs mit runtergekullert. So, und die zwei, drei Bienen, wo da drin sind, die krabbeln gleich wieder raus. So, Nektartupfer hier wollen wir im Deckel nicht haben. Das führt nämlich sonst im nächsten Verlauf dann irgendwann zur Räuberei. Also da finde ich auch ganz wichtig, dass man penibel in der Imkerei arbeitet. Und wirklich einfach guckt, da darf nirgends ein Nektarklecks außenrum abtropfen. Das könnte dann wirklich zu Problemen führen. Ihr seht, die Bienen sind jetzt schon im Frühling echt am Hungern. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung im Gesamtbild fand ich nicht gut und Honig war auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, dass ich jetzt einen Minuspunkt machen würde. Drohnenbrut entfernt, jawohl. Und dann geht's mit dem Volk hier weiter. Hier gibt's übrigens zwei Unterschiede zum Ansehen, was die Führung hier angeht des Rähmchens. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann sieht man ja schon, dass hier eine Kiste viel besser ist für die Bearbeitung von Bienenvölkern wie die andere, obwohl sie vermeintlich gleich aussehen. Ich zeige gleich die Unterschiede. Hier habe ich eine Leiste, da muss ich höllisch aufpassen, dass die Biene nicht unterm Rähmchen sitzt, sonst Kopf ab und gequetscht. Und hier habe ich eine Leiste, da ist ein Hohlraum drin und da kann die Bienen unten drunter, können sie langlaufen. Das heißt, mit so einer Konstruktion schützt ihr eure Bienen vor Quetschungen. Cool, weiter geht's. Auch die Folie kann man noch mal benutzen. Ja, kratzen wir das erstmal hier weg. Das Bienenvolk ist auf jeden Fall schon mal stärker wie das andere. Das lässt sich schon durch ein paar wenige Blicke hier deutlich sagen. Und sie haben auch besser mit ihrem Honig gewirtschaftet. Okay, runterdrücken. Wie war das? Zeigt den Tieren nicht euer Gesicht. Und einmal abschlagen und durchkratzen.
Und die neue Kiste gleich drüber. Und ganz wichtig, mit der Kiste und Boden wieder auf die Ursprungsposition bringen. Sonst, wie gesagt, quetscht ihr eure Tiere. Braucht man nochmal einen Raucher. Der ist übrigens bald durch, ne? Wenn es hier im vorderen Teil durchsichtig wird und der Rauch sich blau verfärbt, dann geht es nicht mehr lang und ihr müsst den Smoker neu stopfen. Jetzt für dieses Bienenvolk wird er noch ausreichen. Wir machen genau dasselbe wie gerade eben. Wupp. So eine verschimmelte Wabe. Weg damit. Was haben wir denn da? Die sieht auch verschimmelt aus. Lass doch mal kurz so stehen. Die ist auch verschimmelt. Okay. Und die ist auch verschimmelt. Hat aber eine Füllung. Möglicherweise kann ich sie einschmelzen. Das machen wir jetzt aber abhängig von den Nachbarswaben. Ich habe ja auch genügend Waben im Auto dabei. Die hier sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Und was für ein großes Pollenbrett die auch hat. Hier ist Brut in der Mitte. Deswegen gibt es nur diese eine richtige Richtung. Ja. Ein wesentlich besseres Volk. Keine Frage. Die sind doppelt so stark wie das Nachbarsvolk. Und weil die so stark sind, machen wir jetzt hier gleich mit denen was. Weil ich habe bei einer Kundin ganz da hinten über einen Hügel, da steht ein Bienenvolk im Homehive-Modell, wo den Winter definitiv überlebt habe. Aber die sind einfach zu schwach. Und was eignet sich besser, wie einfach ein paar Bienen von anderen Völkern, die stärker sind, abzuziehen. Und als Mini-Kunstschwarm dem schwächeren Volk zur Verfügung stellen. Das kann man auch im Frühling machen. Ich zeige euch, wie es geht. Kunstschwarmkiste. Und Jungbienen können ja nicht fliegen. Altbienen können fliegen. Königin darf bei der Aktion natürlich nicht drin landen. Das ist ganz wichtig. Dann kann man zum Beispiel sagen, dass wir bei jedem zweiten, dritten Volk so ein paar Bienchen abziehen. Die, wo ich jetzt da reingeschüttelt habe in die Kunstschwarmkiste, da waren jetzt Jungbienen dabei und Altbienen. Die Altbienen benutzen ihre Flügel, kommen hier zum Volk zurück. Die Jungbienen machen Grüppchenbildung und da sammle ich mir jetzt einfach ein paar zusammen. Und dann bringe ich nachher den Kunstschwarm zu diesem etwas schwächeren Volk und dann wird es somit verstärkt. Also eigentlich ganz einfach sogar. Das Volk hat hier genügend Blütenpollen, deswegen möchte ich diese eklige Wabe austauschen, weil sie a. verwässert ist, b. dunkel und c. hier wirklich grob verschimmelt ist. Das ist eklig, das nehmen wir nicht in unsere Bienen rein. Und dieses Bienenvolk hat auch wirklich mehr als genug Pollen, da kann man dann so eine Wabe als Verzicht rausnehmen, das ist okay. Moment, hier war Brut. Deswegen tun wir die auf die Position. Und 1, 2, 3, 4, 5 fehlt noch als Brutwabe.
auch eine Pollenwabe hier. Wenn ihr Bienen braucht zur Verstärkung von anderen Völkern, bitte nicht von Pollen- und Honigwaben die Tiere nehmen, sondern ausschließlich von Brutwaben. Weil nur wenn ihr eine Brutkrankheit in euren Völkern habt, sitzen die jungen Bienen auf anderen Waben. Wenn das Bienenvolk gesund ist, findet ihr jungen Bienen lediglich auf Brutwaben, weil sie dort auch ihren Job zu tun haben. Ja, finde ich die Position hier besser. Bei jedem Segment würde ich prophylaktisch reinrauchen. Und jetzt suchen wir sofort wieder Naturwaben, die eine Bebrütung haben, weil dann gehören die definitiv in den unteren Raum. Und was dem Volk auch gut tut, im unteren Raum die Futterwaben links, rechts staffeln. Kann man auf jeden Fall mal nichts verkehrt machen dabei. Sogar eine Pollenwabe. Sieht auch lustig aus, wenn die Tiere Blütenpollen in Drohnenzellen reinpacken. Das gibt es tatsächlich auch. Zugegebenermaßen selten, aber ja, man sieht's. Die kommt dann hier auf diese Position, ne? Weil die Wabe ist kleiner wie jetzt die nächste, wo ich reinhänge. Gibt es halt nur einen richtigen Platz. Und der ist hier. Und solche Knubbel hier werden sofort reingedrückt. Sonst wird es schlimmer. Auch hier sind wir jetzt wieder voll mit den Naturwaben. Schiebt man gleich ran. Und jetzt fehlt diese eine Brutwabe noch. Gucken wir mal, was wir da haben. Und da nehmen wir, wie gesagt, am besten wieder eine dunkle. Aber nein, die Bienen wollen mir diesmal keine dunkle Wabe zur Verfügung stellen. Aber wir können zum Beispiel die hier nehmen. Da ist auch gleich die Königin drauf. Dann ist die gleich in Sicherheit im unteren Bereich. Da oben geht jetzt gleich die Bearbeitung weiter. Übrigens auch jetzt, ich habe bis jetzt keinen Bienenstich abbekommen und mein Gesicht hat auch keinen Schleier. Königin, genau in der Mitte, so wie ich es haben will. Und Brutkern ist hier größer, deswegen Richtung Mitte zugewendet bitte. Schön. Jetzt sind wir doch hier schon mal durch. Ganz wichtig, feste andrücken. Ich sage immer aus Spaß, bis sich euer Stockmeißel biegt, dann seid ihr nämlich auf der sicheren Seite. Und die nächste gekratzte Kiste drauf. Jetzt können wir eigentlich gleich mit so einer Naturwabe hier anfangen und die schon mal abschnippeln.
Wenn wir hier eine Futternaturware, da können wir jetzt so viel abschneiden, wie leer ist. Und die Füllung, die bitte nicht rausnehmen vom Bienenvolk. Die werden die noch gebrauchen. Schimmel auf jeden Fall mal weg. Und dann wieder natürlich einen Bogenschnitt bitte wählen. Also keine Ecken, keine Kanten bei den Bienen verursachen. Führt nur zu Problemen. Wir orientieren uns am natürlichen Wabenbau von den Honigbienen und das ist immer ein Bogen. Macht übrigens jede Bienenrasse. Also nicht nur unsere Mellifera. Ich habe noch nirgends auf der Welt eckige Bienenwaben gesehen. Nur wenn der Imker schneidet falsch, dann habt ihr 90 Grad Winkel im Volk. Die nehmen wir jetzt komplett raus. Da ist zwar jetzt ein ganz wenig Futter noch dabei, aber das spielt keine Rolle, weil das Volk hat definitiv noch mehr als genug andere Vorratswaben. Und dann können wir so Altbestände komplett rausnehmen. Und wenn es jetzt eine Wabe auf einer Mittelwand wäre, hätte ich die nicht rausgenommen. Aber wie gesagt, wir denken ja schon an die Produktion von unserem leckeren Wabenhonig. Und da brauchen wir links und rechts wirklich ganz leere Rähmchen drin. Weil Wabenhonig schmeckt nur dann, wenn er ganz frisch gebaut worden ist. Das ist ja auch eine Futterwabe, die können wir zum Beispiel mal hier hinhängen. Dann haben wir hier nochmal zwei. Die nehmen wir ganz aus dem System raus. Guck, die ist auch schon verwässert. Lieber abschneiden. Wenn Honig oder Zuckerwasser am Verwässern ist, dann gehen da nicht nur Bakterien rein, sondern auch Schimmelpilze. Und das ist wirklich eklig. Und wir wollen das den Bienen auch nicht geben, sowas dann. Also hoffentlich nicht. Ich weiß, da gibt es ein paar, die machen es so, bei mir nicht. 3, 2 und hier ist die letzte Natur. Schauen wir mal. Okay, die dürfen wir nicht rausnehmen. Das verbietet sich, weil wir hier eine Füllung haben und auch den Blütenpollen wieder, wo das Volk braucht. Aber da es eine Drohnenwabe ist, könnt ihr sicher sein, in 3 Wochen mache ich hier den ersten Drohnenbrutschnitt und somit ist die Wabe dann leer für die Honigproduktion. Schieben wir jetzt ran. 3 und 3, also sprich 6 Naturrähmchen habe ich immer auf jeder Seite. Und jetzt staffeln wir den Honig und die Brutwaben, also den Honig links, rechts und die Brutwaben kommen mittig. Also wenn man das einmal verstanden hat, wie so ein Bienenvolk zusammengebaut ist, dann kann man sein Wissen auf völlig egal welches System anwenden. Ob das dann später ein Bienenkorb ist, eine Bienenkiste, ein Homehive, eine Segeberger-Kiste oder da dann Langstroth, spielt keine Rolle, weil man muss halt eins wirklich wissen, die Biene verändert ihre Biologie nicht wegen der Kiste. Die Bienenbiologie ist die Konstante, wo immer da ist. Und dann gibt es halt lediglich verschiedene, ja, sogar zu viele Bienenhaltesysteme, wo die einen halt mal mehr besser und mehr schlechter sind. Ne? Ganz oft hat man natürlich auch gewisse Produktionsaspekte mit dabei, die dann die Bienenbiologie eingrenzen und nicht zur vollen Entfaltung bringen. Ich bin noch dabei, das Homehive-Handbuch zu schreiben, wo nochmal ganz klar die Vorteile und auch die wenigen Nachteile per Schriftform dann in die Öffentlichkeit gehen. Weil ich denke, dass ich mit dem Homehive-Modell wirklich eine bahnbrechende Sache entwickelt habe und habe deswegen auch gesagt, ich brauche zwar Geld ohne Ende, speziell für unser Permabies-Projekt, aber dieses Homehive ist so wertvoll für jeden Imker, dass ich den Bauplan für die Menschheit einfach freigeben möchte, ohne Patente.
Und dann kann auch ein Mensch, der eben nicht so viel Geld hat, mit so einem System arbeiten. Und ich denke, es ist eine Errungenschaft, an der man eben nicht sich bereichern darf. Ich bin trotzdem ganz arg dankbar, wenn jeder Mensch, der meine Arbeiten hier wertschätzt, auch dementsprechend Spenden hinterlässt, wenn es schon kostenlos ist, dass, wie gesagt, ja, da dann zumindest eine Spende reingeht. Und das geht auch nicht in meinen eigenen Geldbeutel, nein, es geht tatsächlich in unser Naturschutzprogramm wieder zurück. Bei permabies.org ist euer Geld nämlich bestens angelegt. Hier fehlt mir jetzt die restliche Wabe. Futter hat das Bienenvolk genug. Räuberei haben wir hier, in der Tat. Das ist gar nicht gut. Deswegen mache ich jetzt hier eine ganz kleine Pause. Den Eimer wechseln wir aus und geben den Bienen eine ganz kleine Pause, dass die aufhören zu räubern. Und dann gucken wir mal, mit was wechseln wir jetzt so eine eklige Wabe aus. Bestenfalls auch mit irgendeiner Futterwabe. Da das Volk aber schon wirklich viel Futter hat, würde ich jetzt sagen, wir gucken mal da hinten, ob wir so eine, hier die wäre jetzt zum Beispiel gar nicht mal übel. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die. Ja, das ist nicht die schönste Wabe, spielt aber keine Rolle. Können sie als Brutwabe definitiv benutzen und dann haben sie sogar noch ein bisschen Futter extra. Und immer gut, wenn man genügend Material dabei hat. So ein Drohnenbruteimer ist schneller voll, wie man gucken kann. Gerade im Frühling. Auf Details achten immer in der Bienenhaltung. Hier zum Beispiel, das wird beim nächsten Mal, haben wir hier Leichen hängen von den armen Bienen, wenn wir es nicht wegmachen. Laufrichtung ist hier wichtiger. Also hier ist die äußere Kante, nicht so viel Füllung wie hier. Deswegen nehmen wir immer volle Füllung, egal ob es jetzt Pollen, Brut oder Honig ist, immer Richtung Mitte, wo die Bienen dann auch sitzen. Hier haben wir ein paar Bienchen, die schmeißen wir weg. Kann man den Rest abkippen. Und ihr seht, wie schnell das geht. Die haben sich einfach nur die Optik vom Eimer gemerkt. Da ist ja gar nichts drin. Und trotzdem spinnen sie dran rum. Oh, hier habe ich die EM-Pipes vergessen reinzutun. Mal Klappe auf. Ohne Stockmeißel geht einfach gar nichts in der Bienenhaltung. Okay, EM rein. Und Klappe zu. Folie drauf. Angeschoben haben wir schon alles. So, Achtung, wir haben hier Bienen rausgenommen. Bienen entnommen, BI. Verhalten gut, Gesundheit gut, Entwicklung gut, Honig gut. Geiles Volk. So müssen sie aussehen im Frühling. Klammer zu. Und das ist jetzt der Effekt, den ich vorhin meinte. Übrig geblieben hier sind größtenteils zu 90% nur die Jungbienen. Die restlichen Altbienen, die werden noch bei den anderen Völkern genügend Zeit haben rauszufliegen. Und wenn ich das jetzt hier, was ich hier gezeigt habe, mit jedem Volk, so jede zweite, dritte, vierte Wabe mal kurz abkehre, dann reichere ich hier ja zusammengenommen einen Miniaturkunstschwarm an. Und die Bienen, wo da drin sind, die lassen sich problemlos bei anderen Bienen entweder vors Flugloch kippen oder direkt oben rein. Das kann man auch gerne systemabhängig dann machen. Weil bei einem System kann man halt mal ein bisschen besser kippen und bei einem dann schlechter. Zum Beispiel mein Home Hive hätte jetzt den Nachteil, dass es eben vom Abkippen ans Flugloch jetzt nicht so geeignet ist. Wir haben uns allerdings ein Brett gebaut, das kann man direkt hier reinstecken, dann hat man eine höhere Oberfläche und darauf lassen sich ganz wunderbar die Bienen abkippen. Nachteil ist, ihr müsst das Brett halt im Auto dabei haben oder beim Bienenstand. Habe ich heute nicht, deswegen wird nachher der Kundenschwarm einfach oben auf den Honigraum gekippt und dann haben die Bienen ja wieder genügend Zeit langsam runterzulaufen. Und im Frühling gibt es da definitiv auch keine Beißerei zwischen den Bienen. Smoker ist durch, wie gesagt. Der wird neu gestopft. Und ich mache jetzt eine kleine Pause. Und dann machen wir mit dem Volk hier weiter.
Bis gleich. So, super, es kann weitergehen. Diese Spinnerräuberbienen haben wieder aufgegeben. So eine kleine Pause kann manchmal wirklich sinnvoll sein in der Imkerei. Und jetzt geht es mit meinem Lieblingsmodell dann weiter, mit dem Home Hive. Das sieht schon mal nach einem richtig tollen Volk hier aus. Schön wieder auf die Details achten. Da gibt es was zu tun hier. Die kleinen Wachskanten weg. Der Rest ist okay. Also hier nochmal drüber. Okay. Erstmal absetzen das ganze Teil und wie immer prophylaktisch, wenn das Volk aufgeht, auf jeden Fall mal reinrauchen, sauber machen. Und vielleicht auch gleich als allererstes schauen, ob wir die Kiste ziemlich genau passend drauf kriegen. Perfekt, das heißt, wir können diese hier dann hier gleich nehmen. Und Gott sei Dank brauche ich keinen Wabenständer, weil da haben wir ja schon was. Wenn sie jetzt auch nicht räubern, kann ich den Eimer wieder öffnen. Dann ist natürlich die Arbeit einfacher. Und ich nehme auch die jetzt mal kurzzeitig raus. Einfach nur, um Platz zu schaffen. Das ist eine schöne Pollenwabe. Legen wir mal kurz hier hin. Okay, dann kann es losgehen. Hupala, eine Schnecke hier. Die schneckt darum, will ich nicht. Raus mit dir. Mal, dass sie nicht verletzen hier im Stockmeißel. Ist ja auch ein Lebewesen. Und tschüss. Gut, nochmal eine Schnecke. Das ist zum Beispiel eines der Nachteile gewesen von dem alten Homehive-Modell. Diese Dreiecksleiste war im Nachhinein dann doch nicht so klug. Aber wir haben es ja behoben mit dem neuen Modell. Das ist auch hier in dem Bienenstand vertreten. Zeige ich euch gleich. Schöne, schöne Pollenwabe hier. Mit ein bisschen viel Wachs hier an der einen Kante. Machen wir uns die Mühe. Und jetzt sind wir hier schon wieder im Brutraum. Und unser Kundschwarm braucht hier noch etwas mehr Bienen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir nehmen den Kundschwarm, einmal auf den Boden hauen. Das tut der Biene auch nicht weh. Wenn ihr es nicht tut, dann habt ihr die am Deckel und dann klemmt ihr eure Tiere nur ein. Königin darf wie gesagt nicht drauf sitzen und dann kann man jetzt schon mal ein paar mehr Bienen reinschütteln. Zwei Waben hier bei dem Volk und mehr will ich nicht abziehen. Können wir jetzt zum Beispiel die auch noch mal nehmen. Und dann ganz wichtig offen lassen, dass wieder eure ganzen Altbienen wegfliegen können. Hier haben wir Drohnenbrut und die können wir definitiv schneiden, weil die hier an einer Position sitzt, wo ein Schnitt absolut sinnig ist. Zeige ich gleich. Erst mal hier sauber machen. Und alles, was hier aus Versehen ins Bienenvolk reinfliegt, könnt ihr beim nächsten Kontrolltermin unten durch die Klappe rausholen. Wenn die Wabesoße bienenfrei ist, dann machen wir hier auch gleich die Backen sauber. Früher oder später habe ich so im Lager die ganzen Waben wieder in der Hand. Und deswegen gilt ja hier die Regel, nur wenn sie leer sind oder mal kurzzeitig keine Bienen drauf sitzen, lohnt sich die Backe sauber zu machen. Und hier, ich zeige euch erst den Schnitt, der nicht erlaubt ist. Das da hier wäre sträflich. Wir haben hier einen 90 Grad Winkel, kann die Biene niemals wieder reparieren. Wir verzichten hier auf ganz wenig Bienenbrut, um einen richtigen Schnitt dem Volk geben zu können. Weil so kann das Bienenvolk das alles wieder reparieren. Und im Vergleich zur Drohnenbrut, die wir jetzt mit der Varroa rausgenommen haben,
war der Schnitt absolut gerechtfertigt. Aha. Altwabe, nehmen wir im späteren Zeitpunkt raus. Wieder ein Drohnenstück. Auch das können wir rausnehmen. Diesmal mache ich jetzt nicht einen Probeschnitt, sondern ich mache gleich den richtigen Schnitt, dass ihr das auch seht, wie ich das mache. Hier unten ansetzen und dann hier durchziehen. Und so ist wieder der. Das darf nicht passieren, so was Blödes. Ja, also wir wollen immer einen Bogen haben. Und den haben wir hier, ne? Schöner Bogen hier. Hier oben, habe ich gerade gesehen, kann ich noch weiter schneiden. Das nächste Mal wird die Biene das hier wunderbar wieder neu ausgebaut haben. Und wichtig, Position darf hier nicht verändert werden. Das ist eigentlich eine kleinere Wabe, die ich an den Rand hänge. Aber wenn ich die jetzt hier hinter die nächstgrößere Wabe hänge, dann durchbreche ich die Bienenbiologie. Deswegen muss ich mir verbieten, jetzt die Wabe da rauszunehmen. Die bleibt an Ort und Stelle. Die hier machen wir definitiv mal kleiner, weil sie hier krumm geworden ist. Und zudem war sie unten verschimmelt. Jetzt können wir, weil fast keine Biene drauf ist, auch wieder sich um die Backen kümmern hier. Und hier haben wir geringfügig Schimmel, deswegen machen wir das weg. Und zwar fast die halbe Wabe. Auch wieder im natürlichen Bogenschnitt. Sauber machen. Hier sauber machen. Jetzt habe ich zwei Wächter in der Luft. Die waren jetzt angefressen von meiner Kratzaktion. Hier sind die Waben schon abstaffelnd. Deswegen kommen jetzt die anderen zwei Waben hier dran. Das ist die nächstgrößere, also hier die ist größer, die ist ein Ticken kleiner. Und die hier ist noch kleiner, deswegen kommt es so rum rein. Ne, wir wollen ja immer die dicksten Waben in der Mitte haben. Und dann gehen wir hier jetzt auf den Honigraum los, wo die Königin oben ist. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach die Kiste aufsetzen und dann oben weiterarbeiten. Ich muss hier erst die Königin finden. Dann kommt das Abspielgitter und dann kann ich die neue Kiste draufsetzen und eine Wabenübertragung dann dadurch machen. Mit Glück haben wir sie gleich hier in der Mitte, im Brutkern drin. Natürlich schön, wenn sie gleich drauf sitzt. Nein, das war's nicht drauf.
auf der nächsten Wabe habe ich sie jetzt gerade gesehen. Beeilen wir uns mal, bevor die wegläuft. Da war sie. Ist noch drauf. Ja, sie ist noch drauf. Die Königin immer laufen lassen auf die Finger. Viel besser für die Königin. So, auf die Reinensvölkle. Machen wir jetzt gerade noch das Rähmchen hier fertig. Laufrichtung hier ist schon klar. Wegen dem Pollen, der ist hier außen, die Eier waren auf der Seite. Jetzt schiebt man gleich das Abspeckgitter drauf. Und können die Kiste auch direkt drauflegen. Und dann haben wir es einfacher. Jetzt machen wir nur noch eine Rähmchenübertragung. Die habe ich jetzt nur verhängt, weil das ein bisschen geklemmt hat hier mit den Ausbuchtungen. Und da haben wir nochmal eine Futterwabe. Futterwaben kommen bekanntlich links, rechts, außen hin. Dieses Bienenvolk hat mehr als genug Futter. Das heißt, ich werde jetzt hier die links-rechts Naturwaben außen austauschen.
Abschneiden möchte ich nicht, weil wir haben hier einen Mehrwert für die nächsten Völker drin, die vielleicht zu wenig Futter haben. Das heißt, ich tausche die jetzt lediglich im Auto aus mit den leeren Waben. Und hier sieht man wieder die Räuberei, wenn sie an die Kiste hingehen, an den Drohnenbruteimer hingehen, dann sollte man da zumachen. Aber besser wird es nicht. Die merken sich die Optik und die riechen das auch. Und Räuberbienen sollte man auf gar keinen Fall fördern. Man muss allerdings auch so ein Zwischenspiel finden zwischen, ja, ich muss jetzt zu meinen Bienen und das fertig kriegen und dann eben schauen, dass sie nicht in Räuberei reinkommen. Damit meine ich zum Beispiel, ihr habt drei Räuberbienen, die in einen Eimer rein wollen. Und während ihr hier oben eine Biene von der Wabe zupft, sind fünf weitere im Eimer drin. Von daher gilt leider dann ein bisschen wie Geheimdienste agieren, auf die breite Masse gucken und nicht wegen ein paar Individuen ein volles Risiko eingehen. Das würde nämlich dann euer Bienenvolk negativ, also es wäre negative Effekte. Unseren Kundschwarm wieder runterdrücken, ja, dann fliegen wieder Altbienen weg. Da haben wir vorhin die Wabe drauf fallen lassen, machen wir auch gleich sauber. Und ja, ein paar mehr will ich schon noch haben. Die Naturwabe ab ins Auto. Bienen pusten nur dann, wenn ihr immun seid gegen Bienengift im Gesichtsbereich. Wenn man Bienen wegpustet, ich mache das ganz oft, weil das geht einfach schneller, aber dann halt nicht wundern, wenn die euch dann auch dementsprechend die Lippe stechen. So, ganz da hinten in die Natur warten. Wäre ich auch hier, hoffentlich. Dann muss ich einmal nach da hinten. Da war so eine. Fertig gekratzt. Ranschieben, ganz wichtig. Von der Bewertung her, hier ein Drohnenbrut raus, Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Honig haben sie sehr gut gewirtschaftet, die haben Bienen entnommen, wenn auch nicht viele, gehört es definitiv in die Tabelle rein. Und nächstes Homehive. Top. Auch gut aus. Schönes Völkchen. Brackwabe schneiden wir ab. Noch eine Brackwabe.
will ich auch nicht im Volk haben. Jetzt kommen ein paar schöne Waben. Wir fangen mal gemütlich hier von der Seite an. Das ist übrigens auch noch das alte Home Hive mit dieser Dreiecksleiste drin, wo die neuen nicht haben. Die neuen haben nur eine Abflachung. Das ist deutlich besser nochmal für die Bienen. Auch so eine Wabe, die ist so alt, so leer. Weg damit. Wachsgewinnung, Bienengesundheit vordergründig. Honiggewinnung, Nebensache. Weil auch hier muss man sagen, je mehr ich im unteren Raum wegschneide, desto mehr geht es dann eben auf die Honigbilanz. Aber das ist nicht schlimm. Dann hat man halt ein bisschen weniger und bei mir gilt immer, nicht der Ertrag des einzelnen Volkes zählt, sondern nur die Gesamtmasse aller Völker. Die Wabe darf ich nicht rausnehmen, weil das der Pollen ist. Nach dem Pollen kommt die Brut. Jawohl. Auf einer ganz ekligen Altwabe, die wir dann auch die Hälfte abschneiden. Die Altwaben, muss man sagen, lassen sich wirklich schwierig schneiden. Speziell wenn dann noch Blütenpollen zwischendrin ist, dann wird es ganz schwierig. Aber unmöglich ist es nicht. Und bitte immer den Bogen beachten, wie gesagt. Also von dem Volk kann ich eigentlich keine Bienen entbehren für einen Kunstschwarm. Das Volk ist okay, sie ist jetzt nicht schlecht, aber deutlich von Individuen weniger, wie jetzt das Volk gerade eben. Hier ist eine ganz krumme Sache am Laufen. Machen wir auf schöner. Bogen, wie gesagt. Hm. Bald muss ich reinrauchen. Aber rauch. Zack. Man merkt es am Verhalten der Bienen, wenn ihr rauchen müsst. Königin bei dem Volk wird ausgewechselt. Gefällt mir nicht. Das komplette Verhalten von den Bienen passt mir hier gar nicht. Ich habe viel bessere genetische Völker. Und warum sollte ich dann so ein genetisches Volk weiterlaufen lassen? Die bauen komisch, sind nervös.
reicht mir eigentlich schon aus, um zu sagen, bessere Königin rein. Kann man in der Schwarmzeit machen, ne? Die wollen ja hier so schwärmen. Und dann kann ich da einfach die Königin umweiseln, direkt während der Schwarmzeit. Nehmen wir die Königin aus dem System. Dann brechen wir alle Zellen raus. Warten ein paar Tage ab, bis sozusagen die Genetik keine Nachschaffungszellen mehr machen kann. Gucken das Volk durch, nehmen alle Nachschaffungs- und weitere Königinzellen raus. Und dann nehmen wir von einem richtig schönen Bienenvolk eine Brutwabe mit Weißelzellen und setzen sie dann dem Volk rein. Dann sollen sie hier die Weißelzellen von einer besseren Genetik ausbrüten. Und wer das PDF Regenerative Bienenhaltung gelesen hat, der weiß, ich stopfe da nicht nur eine Weißelzelle rein, weil ich möchte eine natürliche Selektion der Königin haben. Das ist mir ganz wichtig, dass das abläuft so wie im Dschungel und so wie die Biene das eben macht, ohne den Menschen. Soweit so gut, Unterraum haben wir geschafft und genau, gleich mal ausprobieren, ob die Kiste hier passgenau ist. Das ist sie, wunderbar. Dann geht es jetzt hier nur noch drum, die Königin rauszuholen. Und dann können wir gleich die leere Kiste wieder draufsetzen. Da haben wir sie. Einmal Königin. Die sieht ja echt ganz toll aus. Aber nur weil eine Königin einfach geil aussieht, heißt das eben nicht, dass die gut ist. Ne? Setzen wir auf jeden Fall mal hier zurück. Die gute. Oder die nicht so tolle. Hier war wieder Abschluss von der Brut. Nee, Quatsch. Doch. Genau, weil Pollen ist auf der Seite und keine Eier. Und hier sind noch Eier. Also war das sozusagen die Abschlusswabe. Dann können wir gleich das Gitter nehmen. Ich zeige euch doch gleich noch einen Trick. Wenn ihr die Bienen weghaben wollt, geht es auch ganz toll mit dem Finger. Den Besen bitte nur dann nehmen, wenn ihr wirklich keine Wahl habt, mit dem Finger das zu machen. Also die Hände und die Bienen mit dem Finger und mit der Handfläche wegzuschieben, ist immer zu bevorzugen. Die Biene mag den Besen überhaupt nicht. Wie oft haben sie mich schon erwischt, nur weil ich dann doch mal mit dem Besen hingehen musste. Wenn ich kann, nehme ich immer meine Fingerspitzen. Brut zu Brut. Nochmal eine Brutwabe. Futterwabe.
Die schlagen wir jetzt mal kurz ab, dass wir das Gefissel hier wegkriegen. Das hier ist, was ich meine. Stoppmeißel nehmen, randrücken, Bienen reparieren lassen. Und ich denke, ich werde gleich wieder eine Pause brauchen, weil sie hier wieder am Räubern sind. Wenn die Fissel allerdings groß genug sind, dann ist die Methode die definitiv bessere. Also nicht ins Wachs reindrücken, sondern aus dem Wachs rausbrechen. Und ich weiß, das kümmert ganz viele Menschen, die Bienen halten, nicht. Aber das sind diese Details, wo letzten Endes dazu führen, ob eure Bienen euch andauernd stechen oder ob ihr mit den Bienen so wie ich arbeiten könnt. Jede Quetschung jedes Individuums führt zu aggressivem Verhalten. Und wenn ihr ein Bienenvolk nonstop quetschen tut, dann darf man sich nicht wundern, dass die dann irgendwann auch von einer ganz tollen Genetik, die total harmlos ist, zu richtigen Bastardbienen werden, die euch nonstop verprügeln. Das ist dann ein Imkerversagen, ein menschliches Versagen, weil man den Tieren nicht vertraut hat in ihrer Sanftmütigkeit. Und dann eben das System noch nicht beachtet. Deswegen habe ich hier auch Segeberger Kisten. Alle anderen Systeme, die haben wohl den B-Space nicht gehört. Und deswegen quetscht man da die Tiere ein. Und das führt zu Pissed-off-Bienenvölkern. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir jetzt wieder dasselbe wie mit dem Volk. Ich habe eine Wabe, die eine zu viel ist. Da ist mehr als genug Futter vorhanden. Aber möglicherweise hat ja irgendein anderes Volk weniger Futter. Deswegen nehme ich die mit ins Auto und tausche die aus mit einem Leerrähmchen. Futterwabe hierhin. Leerrähmchen hier raus. Und dann machen wir gleich den Rest der Wachsbrocken rein. Okay, anschieben. Super. Das ist eine Wachsmotte hier, ne? Folie kann man nochmal benutzen. Und zu damit Stockkarte her. Gucken wir uns mal die. Ja, ne, also da sieht man es, eine 21er Königin, letzten April reingekommen und hat seitdem eigentlich nur mehr Mist gebaut wie gute Genetik. Also jeder Minuspunkt ist halt unter aller Kanone. Ne? Von daher geht es hier gerade weiter eigentlich. Verhalten lasse ich mal als Nullposten durchgehen. Gesund, Zinse, Entwicklung, Nullposten. Honig haben sie gut gemacht, aber wenn die jetzt einen Ticken mehr hätten,
Also mehr Bienenmasse, dann hätten sie wahrscheinlich oder vielleicht dann auch nicht einen Pluspunkt bekommen. Und 2 Pluspunkte für den März ist jetzt nicht gerade der Oberknaller. Das Volk ist okay, aber ich habe bessere und deswegen, ja, die besseren werden vermehrt, die schlechteren werden aussortiert. Das ist eigentlich ganz simpel. Und es ist lustigerweise genauso, wie es in der Natur, im Dschungel, halt auch ist. Nur, dass da nicht der Imker kommt, der den Prozess beschleunigt, sondern dass das eine Selbstregulation ist. Und da gehören zum Beispiel die angeblichen Schädlinge dazu, sprich Varroamilben, die in der Natur solche Völker restlos ausmerzen. Nur weil wir Menschen die als Schädling betiteln, heißt es nicht, dass die nicht irgendeinen biologischen Zweck erfüllen. Und übrigens, das kann ich vielleicht auch in dem Video gleich dazu sagen, die Varroamilben sind genauso alt wie Honigbienen. Und da das eben Fakt ist, ist für mich dann noch fraglicher, warum wir Varroamilben als Schädlinge betiteln, wenn sie doch genauso alt sind wie die Honigbienen, also sich parallel mitentwickelt haben. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die Varroamilbe hat auf unserer europäischen Biene nichts verloren. Und dann komme ich und behaupte einfach mal, früher oder später wäre sie so oder so hergekommen. Und wenn wir Imker damals einfach nur gesagt hätten, wir lassen die Varroa unsere Bienenvölker selektieren. Ja, ich weiß, wir hätten 99% verloren, vielleicht einen Ticken weniger im ersten Jahr. Dann hätten wir das 1 oder 2, 3% der überlebenden Völker vermehrt. Dann hätten wir im zweiten Jahr wieder einen Ausfall gehabt, allerdings dann nur noch 95%. Dann vermehren wir im nächsten Jahr die Überlebenden 4-5% und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir eine 100%ige Resistenz. Und das ist Wissenschaft. Das ist belegt. Nur wurde es halt in der Praxis nicht gemacht. Und deswegen haben wir jetzt den ganzen Salat. So, ich mache jetzt wieder eine kleine Pause. Und dann geht es hier wieder weiter mit 1, 2, 3, 4, 5 Völkern. Ich fange mit dem System an. Das Home-Hive-System kennt ihr nämlich jetzt schon. Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Akkukamera, ob der Akku wieder ausreicht für die ganze Reihe. Schauen wir mal. Ich möchte euch auf jeden Fall noch die 1,5er Segeberger Kiste vorstellen, weil in dem System ist es ein Kastensystem, wo wir mit 100% Naturwaben arbeiten können. Das erlaubt unser System. Hier geht's nicht. Hier müssen wir wieder einen Mittelwandkern bilden von mindestens 5 Rähmchen auf Mittelwandbasis und können links, rechts wieder mit 3 Naturwaben arbeiten. Das System ist ein Ticken anders da aufgebaut. Ist ja im Grunde genommen ein Brutraum, so wie das Homehive, ein Brutraum. Und es ist arttypisch. Hier haben wir einen Brutraum mit Topperwaben, 11 Stück, die Naturwaben sind. Hier haben wir einen Brutraum auf Segeberger Rähmchen, die nur Naturwaben sind. Absperrgitter drauf und dann geht es eben wieder nicht mehr weiter mit nur Naturwaben. Das ist unmöglich, sondern wir müssen dann wieder in den Aufsitzkisten mit Mittelwänden arbeiten. Und ich glaube, die Erklärung, die kommt auch gleich, wenn man sich dann live anschaut. Ich würde sagen, bis gleich. Nach der kleinen Pause kann es nun weitergehen. Und dann schauen wir uns doch mal dieses Modell hier genauer an. Normalerweise würde ich jetzt auch so eine Kiste noch mal mitbringen und dann einfach einen direkten Austausch machen. Habe ich jetzt allerdings nicht dabei. Deswegen bleibt die Kiste einfach mal so, wie sie ist. Die Folie hier ist durch, weil sie Löcher hat. Die fliegt in die rote Tonne. Wir kratzen erstmal alles und wenn wir doch schon dabei sind, machen wir doch gleich hier den Rand schön sauber. Und dann machen wir die Wachsbrücken weg. Ihr seht schon meine Erfindung mit dem Draht oben für Naturwaben. Habe ich in anderen Videos erklärt.
Wer den Stoppmeißel richtig führt, der kann einen ganzen Raum abkratzen mit nur ein bis zwei Griffen. Und jede kleine Bewegung, also sprich, was ich so ganz oft sehe beim Coaching, ist, man kratzt hier ab und macht dann die Bewegung, dann geht man zum nächsten, macht wieder eine Bewegung und jede Bewegung beim Bienenstock führt unter Umständen zu Attacken und die kann man reduzieren. Wir nehmen zwei Rähmchen raus, dann geht es nämlich einfacher. Können dann auch hier die Backen bei dem System ist okay, wenn wir das im Bienenvolk kratzen. Zwei Stück raus, hier ansetzen, durchschieben das ganze Ding. Und dann haben wir hier den ersten Leerrahmen, wo einfach nichts dran ist. Und deswegen können wir jetzt sagen, hier machen wir wieder das Wachs, also die Wachshygiene. Und lassen die Bienen dann lieber neu bauen. Und die Backen nicht vergessen. Na, auch das da unten machen wir weg, bevor die Bienen da irgendeinen Murks bauen. Dann gehen wir hier rein, machen da die Kanten sauber, wir machen das da hier sauber. Eigentlich dasselbe, was ich mit jeder Kiste mache, wenn sie halt ohne Bienen ist, muss ich jetzt halt, weil ich den Austauschkiste gerade nicht da habe, muss ich das jetzt halt innen drin machen. Geht aber auch. Hier wieder den Balken sauber halten. Die nennt man übrigens, also das da hier nennt man Hoffmann-Seitenteile. Dient lediglich zur B-Space-Regulierung. Und jetzt gehen wir halt jedes Rähmchen durch. Ihr seht schon den Vorteil von so einer Kiste. Im Frühling und im Spätjahr seid ihr mit den Kisten definitiv mal schneller wie mit den doppelten hier. Und die Kiste ermöglicht euch auch, wie gesagt, in einem viereckigen System mit Naturwaben zu imkern. Auf 100%. Also hier ist überhaupt keine Mittelwaben drin, sind lediglich Naturwaben. Drohnenbrut fängt hier auch schon an, also die brüten schon auf Drohnen, aber kann ich noch nicht schneiden, weil es nicht verdeckelt ist. Ups, Mist, jetzt habe ich leider eine Biene erwischt. Die wollte mich jetzt in die Lippe stechen. Das will ich nicht.
war aber schneller wie die Biene. Königin sieht gut aus. Das Volk ist mittelmäßig, also ist jetzt kein besonders großes Volk, aber auch nicht ein unbedingt schwaches Volk, einfach so mittlere Größe. Und hier kommen sie dann nur noch der Futtervorrat. Pollen. Und hier haben wir noch mehr Futter. Ja, das habe ich ja schon gekratzt. Okay, dann tun wir das hier hin. Ne, stopp, falsche Laufrichtung. Auf die Seite. Und das kleine Rähmchen vermitteln wir. Und setzen das hier hin. Hm? Oh ne, ich habe mich getäuscht. Das setzen wir doch auf die Seite. Dann sitzt das Bienenvolk nämlich mittig und fester andrücken. Und so ein System funktioniert dann wirklich nur mit Absperrgitter. Wenn ihr das gut machen wollt, kommt ein Absperrgitter drauf und dann kommt der Honigraum drauf. Und den Honigraum könnt ihr, wenn ihr wollt, wieder so bestücken wie hier. Mit Maximum 3 Naturwaben links und rechts, also 6 Naturwaben. Sind erlaubt bei dem System und wieder der Kern von den 5 Mittelwänden muss ins Zentrum rein, sonst habt ihr Probleme, dass die Bienen hochziehen. Verhalten war nicht so doll, einer wollte mich stechen, Gesundheit war toll, Entwicklung war Standard, Honika hat es nicht gut gemacht. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich auf meine Home Hives los, weil ich nicht sicher bin, ob die Kamera hier noch die restlichen Bienenvölker schafft. Von der Akkuleistung. Hier sind wir fertig. Dann nehmen wir gleich die Klammer drauf. Okay, hier hängt eine Wabe fest. Ist verbunden. Wegen dem verschobenen B-Space. Da hat es mir das Sägeberg, also das deutsche Malrähmchen hier, das sitzt einen Ticken tiefer. Seht ihr das? Minimal tiefer und zack, verschobener B-Space und die Bienen machen Blödsinn. Was für die Biene kein Problem ist, nur für mich als Imker, als Lenker des Bienenvolkes. Das ist ein Krampf. Ja, genau sowas wie hier, auch ein Krampf. Das in der sicheren Variante. Da war jetzt die Wachsbrücke, war jetzt sowas von hart hier, dass ich selber gerade auch mein Gegengewicht unterschätzt habe. Deswegen ist es mir gerade abgefallen. Ich habe es Gott sei Dank gerade noch heben können. Also so Fehler bitte nicht tun. Das kann jederzeit passieren, aber bestenfalls passiert es eben nicht. Nicht nur die Bienen nervös. Man kann auch Bienen unter Umständen tödlich verletzen. Das hier ist jetzt eine ganz neue Variante von meinem Home Hive, auch die, wo man erwerben kann und auch die, wo der Bauplan dann bald veröffentlicht wird.
Ihr seht übrigens, dass ich, wenn ich schnell mit dem Stockmeißel hier abschab, ich die Bienen nicht unbedingt wegmachen muss. Die werden einfach weggeschickt mit dem Stockmeißel. Wenn man das richtig macht, dann ist das okay. Voraussetzung ist, der Stockmeißel muss 100% ans Holz angedrückt sein, sonst funktioniert das nicht. Sonst würde nämlich die Biene mit ihrem Bein oder mit ihrem Fühlerrüssel, wie auch immer, zwischendrin stecken bleiben. Und dann hat man eine tote, gequetschte Biene. Und Bienen im Stockmeißel wegschieben geht nur dann, wenn ganz viel Druck im Daumen hier draufgelegt wird. Und sozusagen die Biene sich nicht ihr Bein da einklemmen kann. Die Wabe lassen wir dran, kratzen das Rebenle. Hier genauso. Das Volk ist nervös. Das lag an meinem Schlaggrad eben. Kann ich jetzt nur mit Rauch nachlegen. Und das Volk ist auch sehr schön und groß und wir brauchen ja hier noch ein paar Bienen in unserem Kunstschwarm. Hier schiebt man wieder alles vor. Schöne Pollenwabe, ganz toll. Habt ihr gerade das gesehen, dass mir hier gerade ein ganzer Knödel von Bienen abgeflogen ist? Da möchte ich euch doch gerade einen kleinen Trick zeigen, wie man jetzt zum Beispiel mit sowas dann am schnellsten besten umgehen kann. Wir schnappen uns eine Wabe. Ist eigentlich egal welche. Hauptsache, da haben wir schon ein paar Bienen drauf. Jetzt stellen wir die Wabe hier zu den anderen Tieren. Und in ein paar Sekunden hat sich das Thema erübrigt, weil die gehen jetzt einfach alle hoch.
keine Biene mehr auf dem Boden. So funktioniert die Technik. Und da haben wir ja, wie gesagt, wieder Naturwabenwerk dran, wo wir neu bauen lassen möchten. Das wächst im Wabenhonig. Also weg damit. Testen, ob die Kiste passend ist. Das sollte und ist sie nicht. Doch, ist sie. Ja, die passt doch wunderbar. Ne, die passt gar nicht. Die passt. Ne, die will auch nicht. Okay, gut, dann nehme ich halt die Kiste wieder. Dann müssen wir da jetzt nur wieder jonglieren. Messer, Messer, Messer. Ist das jetzt hingekommen? Ja. Hier. Ich muss doch diese Rindenmulchsäcke hier verteilen. Sonst versperre ich mir wieder nur nonstop meinen eigenen Laufweg. Das ist ungemütlich. Wäre gut, wenn wir jetzt mal schnell die Königin erwischen. Ich denke, ich suche die mal geschwind. Nicht.
Okay, also so wie es aussieht, verliere ich jetzt tatsächlich schon meinen Akku. Das heißt, ich wünsche euch dann ein schönes weiteres Imkern und schade, dass wir jetzt halt hier einen Abbruch haben. Ich hätte